Hey Kameramagier, wie du vielleicht im Intro gesehen hast, geht's heute ums 2D-Rigging, beziehungsweise darin, wie man 2D-Charakter auf Ebenen animieren kann. Bevor wir allerdings jetzt einsteigen, möchte ich noch was highlighten. Fusion ist eigentlich weder Rigging noch ein 2D-Tool. Das heißt, falls du dich für Character-Animation interessierst, solltest du vielleicht mal Dragon Bones oder Blender mal abchecken, weil beide haben Bone-Animation-Features, mit denen du 2D-Rigs relativ simpel erstellen kannst und auch IK-Rigs und die richtigen Constraints dazu. Aber wenn dich das jetzt noch nicht abgestreckt hast, dann auf geht's nach Fusion. Das Wichtigste zu wissen ist, dass du für einen 2D-Rig am besten deinen Charakter auf transparenten Hintergrund hast. Ich habe mir hier Kermit von Pixabay runtergeladen und der hat natürlich einen grünen Hintergrund. Deswegen ist Key ein bisschen schwer, aber mit dem Warn-Tool habe ich den freigestellt und den Warn-Tool dann mit einem Matte-Control verbunden. Aber hey, du kannst deine Bilder natürlich bereits freigestellt exportieren, dann wird das einfacher. Und du solltest auf jeden Fall auch alle Arme, alles was sich bewegen soll, auf einzelnen Ebenen exportieren. Alternativ kannst du natürlich Folgendes machen. Du kannst ja einfach einen Background rausziehen, den auf transparent stellen, indem du alle vier Channel auf 0 setzt und dann einfach eine Merge Node kreierst hier. Und dann kannst du dir auch eine Polygon Node rausziehen und dann ganz einfach das umfahren, was du freistellen willst. In meinem Fall ist das jetzt hier nur der Kopf. So, und da ich mir das jetzt aufgebürdet habe, werde ich das ganz kurz für alle anderen Gliedmaßen ebenfalls machen. Für Demonstrationszwecke habe ich jetzt hier mal den Kopf freigestellt, den Körper, den Oberarm, den Unterarm und die Hand. Und jetzt wird es lustig, wie man das Ganze miteinander verzahnt. So, schauen wir uns mal eine Möglichkeit an, wie man 2D-Rigs bastelt, an Beispiel des Arms. Wenn ich jetzt nur die Hand bewegen lassen möchte, dann suche ich mir hier nach meiner freigestellten Hand eine Transform-Node raus und verbinde die. So, diese Transform-Node ziehe ich auf den Viewer und lasse sie mir anzeigen. Und jetzt möchte ich hier dieses grüne X vom Pivot-Point genau dahin, wo das Ganze sich rotieren soll. Und jetzt kann ich quasi in dieser Transform meine Hand rotieren lassen. So, das Ganze merge ich dann über dem Unterarm. So, und jetzt kann ich dieses Unterarmgelenk basteln, sodass sich der Unterarm mit der Hand bewegt, indem ich mir noch eine Transform-Node hier hinten anbaue. Und hier setze ich den Pivot-Point natürlich direkt an das Unterarmgelenk ran. Und das Ganze merge ich dahin, wo der ganze Arm ist. So, und an den ganzen Arm, you guessed it, holen wir uns noch eine weitere Transform-Node ran und setzen den Pivot-Point genau an das Schultergelenk. So, und jetzt habe ich meinen 2D-Rig gebaut und kann mit der letzten Transform meinen gesamten Arm animieren, kann mit der vorletzten Transform hier den Unterarm animieren und kann mit dem letzten Transform noch zusätzlich die Hand animieren. Dann suche ich mir noch eine Merge-Node raus und ziehe das Ganze in den Body. Und damit kann ich quasi diesen Arm schon mal animieren. Okay, aber was ist jetzt mit dem Kopf? Und wenn er grinsen soll oder irgendwelche traurige Gesichter machen soll? Gut, dass du fragst. Lass uns mal die Pixel Warper angucken. Mit Shift Space suche ich mal in der Toolsuche nach Warp. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, den Grid Warp und den Warper. Beide machen mehr oder weniger das gleiche. Ich demonstriere das mal hier. So, mit dem Grid Warp bekomme ich hier so Punkte und wenn ich dann hier bei Right Click for Shape Animation ein Keyframe setze, werden die grün. Und jetzt hat es hier ein Keyframe gesetzt. Jetzt kann ich weiter in der Zeit nach vorne gehen, mir hier so einen Eckpunkt suchen und das Ganze nach oben ziehen. So, dass mein Kermit ein bisschen lächelt. Und dann verzerrt es den quasi dahingehend. Haargenau das gleiche, nur ein bisschen anders und ein bisschen schneller macht das der Warper. Mit dem Warper bekomme ich auch ein Grid. Wenn wir hier uns die On-Screen-Controls anmachen, dann siehst du auch das Grid. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, Punkte zu setzen. Und diese Punkte sind dann ganz eben die Punkte, die ich dann manipulieren kann. Ich setze dann hier bei Manual Keyframing ein Keyframe, gehe etwas in der Zeit nach vorne und kann jetzt hier diesen Punkt nach oben ziehen.
Und schon siehst du, verformt sich Kermit. Und du siehst aber auch, dass es ganz wichtig ist, Gegenpunkte zu setzen. Denn wenn diese Punkte nicht gesetzt sind, zieht es den ganzen Kopf damit auch nach oben. Was du vielleicht nicht haben möchtest. Und so kannst du quasi dann von dem Warper in eine Transform Node gehen und hier dir ebenfalls wieder den Pivot anzeigen lassen und den Pivot quasi an deinen Nacken ansetzen. Und von dieser Transform Node suchen wir uns natürlich auch wieder eine Merge rein, verbinden unsere Transform hier hinein und gehen ebenfalls mit unserem Rig mit. So, und jetzt habe ich quasi einen Rig, mit dem ich quasi meinen Kopf animieren kann und auch noch leicht wackeln kann, wenn ich das will. Und wenn du eine Sprecheranimation für deinen Puppenmund brauchst, dann schau dir doch mal dieses Video an. Da zeige ich dir, wie du automatisiert sowas erstellen kannst mit dem Audio Modifier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video. Ciao.